Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Campus Study. Mein Name ist Corinna Korinth, ich bin die Pressereferentin hier an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen und heute habe ich mich mit Frau Prof. Dr. Gertrud Winkler verabredet. Sie ist Studiendekanin unseres Bachelorstudiengangs Lebensmittel, Ernährung, Hygiene an der Fakultät Life Sciences. Um den Studiengang soll es hier heute gehen. Liebe Frau Winkler, schön, dass Sie da sind. Frau Korinth, ich freue mich auch. Ja, starten wir mit einer kurzen Vorstellung. Vielleicht können Sie uns einfach mal kurz berichten, ja, wer Sie sind, was Sie bei uns machen und was Sie vielleicht auch für einen beruflichen Background haben. Genau. Mein Name ist Gertrud Winkler. Ich bin Professorin an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen im Studiengang Lebensmittel, Ernährung, Hygiene, um den es ja jetzt gehen wird. Ich bin seit über 20 Jahren an der Hochschule, immer in diesem Studiengang, kenne ihn also recht gut. Und von meinem Background her, ich bin zuständig für die Lehrgebiete Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaft und in Vorbereitung dazu habe ich Ökotrophologie und später Gesundheitswissenschaften studiert und war sowohl in der Forschung tätig als auch bei der Industrie, beim Konzern in der Produktentwicklung. Okay, dann steigen wir mal thematisch ein. Ganz kurze Erklärung. Lebensmittel, Ernährung, Hygiene ist ein sehr langer Begriff. Den kürzen wir hier mit LEH ab. Was ist denn LEH für ein Studiengang? LEH, also einmal noch Lebensmittel, Ernährung, Hygiene, damit es sich in die Ohren einschleift, ist ein Bachelorstudiengang, führt zum Abschluss Bachelor of Science und zwar in 7 Semestern. Und von diesen 7 Semestern sind 6 an der Hochschule in verschiedenen Lehrveranstaltungen und ein Semester, nämlich das 5., wird in der Praxis bei Betrieben, bei Behörden, bei Planungsbüros, wo auch immer, durchgeführt. Vielleicht gleich, für wen ist der Studiengang? Also nicht nur, was ist das für ein Studiengang, sondern für wen? Ganz eindeutig für Studierende mit einem gewissen Faible für Naturwissenschaft und vor allem auch Technik und natürlich Interesse an Lebensmittel und oder Ernährung und oder Hygiene. Genau, dann machen wir doch da mal weiter. Wie der Name des Studiengangs verrät, handelt es sich eben um diese 3 Bereiche. Konzentriert sich denn das Studium auf alle gleichwertig? Kann man das irgendwann wählen? Vertieft man sich da? Wie läuft es ab? Genau, zum Verlauf. Also diese Bereiche Lebensmittel, Ernährung, Hygiene werden nicht gleichwertig gelehrt, sondern werden vertieft in sogenannten Studienwahlrichtungen. Diese Studienwahlrichtungen beginnen im 4. Semester nach 3 Semestern Grundstudium. Also im Grundstudium hat jeder Student, jede Studentin die gleichen Fächer. Und im 3. Semester entscheidet er oder sie sich, welche Vertiefung, welche Studienwahlrichtung soll im 4. Semester fortgeführt werden? Und da gibt es einerseits die Studienwahlrichtung Lebensmittelernährung, die eher, wie der Name sagt, in die Richtung Lebensmittelherstellung, Ernährung, alles, was damit zusammenhängt, führt. Und die zweite Studienwahlrichtung Hygiene, die dann in diese Bereiche Lebensmittelhygiene oder auch Hygienemanagement in anderen Bereichen führt. Jetzt kann man ja Lebensmittel oder auch Ernährungswissenschaft auch an vielen Universitäten studieren. Wo liegt denn jetzt der Unterschied zu einem Studium bei uns, also zwischen einer Universität und der Hochschule für angewandte Wissenschaften, wie wir eine sind? Genau, Sie haben ja das Stichwort schon genannt. Wir nennen uns Hochschule für angewandte Wissenschaft und der Unterschied zur Universität, zu Studiengängen, die es dort gibt, liegt ganz eindeutig in diesem Wort angewandt. Also ein Studium bei uns, Lebensmittel, Ernährung, Hygiene, beispielsweise im Unterschied zur Ernährungswissenschaft an der Universität, bedeutet, dass man wesentlich enger sich auf die Praxis und auf den späteren Beruf bezieht. Also Ausbildung für einen Lebensmittelhersteller, für Ernährungsberatung, für Großküchenmanagement und zum direkten Berufseinstieg. Während an der Universität eher der theoretisch-wissenschaftliche Background im Vordergrund steht. Ich würde ganz gerne eine Zwischenfrage stellen. Sie hatten vorhin mal gesagt, für wen ist das Studium geeignet? Da kamen die beiden Schlagworte Naturwissenschaften und man sollte sich auch für Technik interessieren. Könnten Sie das vielleicht ein kleines bisschen konkreter machen? Also was genau machen die Studierenden denn bei Ihnen im Studiengang? Was lernen die da? Also bei uns lernt man die
Grundlagen, um sich mit Ernährung, Lebensmittelhygiene vertieft auseinanderzusetzen. Und ich mache es vielleicht mal an einem Beispiel aus dem, was bei vielen Studierenden im Kopf ist, Ernährungsberatung. Stellen Sie sich vor, Sie beraten einen Diabetiker, dann brauche ich natürlich Wissen über Ernährung, ganz klar. Ich brauche aber ein Wissen über Lebensmittel, weil der Patient geht nicht in den Supermarkt und kauft Nährstoffe ein, sondern er kauft Lebensmittel. Und wenn man sich nur anschaut, wie komplex beispielsweise die Messgerätesituation, die Insulinpumpensituation etc. ist, brauche ich natürlich auch fundiertes Wissen in Technik. Ja? Und so kann man das in Hygiene, gäbe es dafür Beispiele im Lebensmittelbereich sowieso. Und was man macht, war ja die Ausgangsfrage, man macht oder erwirbt Grundkenntnisse in diesen drei Bereichen. Vielleicht können wir jetzt anknüpfend mal über die Berufsaussichten sprechen. Wie sieht es da für die Absolventinnen und Absolventen aus? Aus den Studierenden werden ja dann irgendwann hoffentlich diejenigen, die erfolgreich die Hochschule wieder verlassen. Und was sind vielleicht auch typische Berufsfelder? Also die Berufsaussichten sind zurzeit extrem gut, natürlich vor allem im Bereich Hygiene. Das lehrt uns ja Corona, dass in diesem Bereich vieles zu tun ist, vieles offen steht. Und genauso aber im Bereich Lebensmittel und Ernährung und vielleicht ganz grob Ernährungswirtschaft und angrenzende Bereiche. Und diese angrenzenden Bereiche, die gehen in den Bereich Großküchenplanung und, sind so die klassischen Berufsbereiche aus der Studienwahlrichtung Lebensmittel und Ernährung. Und der Hygienebereich ist etwas breiter aufgestellt. Da kann man natürlich ebenfalls den Link zur Lebensmittelwirtschaft finden über Qualitätsmanagement, über die Hygieneschiene. Aber der Hygienebereich öffnet auch Möglichkeiten im Bereich Pharmaindustrie, Medizintechnik bis hin zur Krankenhaushygiene und Ähnliches. Was ist denn jetzt mit denen das Studium bei uns so gut gefällt, dass sie nach dem Bachelor gar nicht aufhören wollen? Gibt es da noch Möglichkeiten weiterzumachen? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, Sie dürfen natürlich sehr gerne bei uns an der Hochschule bleiben und haben zwei Möglichkeiten, in einen Masterstudiengang weiterzugehen. Die eine Möglichkeit ist für die, die eher ihr Interesse an Biowissenschaften, an Tätigkeiten im Labor gefunden haben, die können in den Master Biomedical Sciences wechseln. Und für diejenigen, die ein Faible entwickelt haben, beispielsweise für Prozesstechnologie, beispielsweise für Produktinnovationen und Ähnliches, für die steht ein Master zur Verfügung, der sich nennt Facility and Process Design. Und darüber hinaus ist es natürlich oder befähigt der Abschluss bei uns, Bachelor of Science, auch zum Wechsel in Masterstudiengänge an anderen Hochschulen oder sogar Universitäten, und zwar an Masterstudiengänge in verwandte Bereiche, beispielsweise Biotechnologie, beispielsweise Ernährungswissenschaft, beispielsweise Lebensmittelwissenschaft und Ähnliches. Jetzt mal ganz allgemein gefragt, liebe Frau Winkler, warum macht das LEH-Studium Spaß? Warum sollte ich das machen? Also es macht sicher allen Spaß, die einen bestimmten Bezug zum Lebensmittel haben, die gern mit Lebensmitteln umgehen, sogenannte Foodies. Die sind bei uns sehr, sehr gut aufgehoben. Und darüber hinaus, denke ich, macht es Spaß, einfach weil wir relativ kleine Hochschule sind. Wir arbeiten mit kleinen Gruppen. Es gibt einen ganz engen Bezug Studierende, Lehrende. Und was ich finde, was den Spaß fördert, ist einfach der enge Einblick in die Praxis. Also der sehr frühe Kontakt und der kontinuierliche Kontakt nach draußen in die Firmen und immer dieses Wissen, was passiert eigentlich draußen, was tut sich. Und das alles zusammen, denke ich, macht den Studiengang bei uns recht interessant und macht Spaß. Was für einige sicher weiterhin Spaß machen könnte oder was ein Faktor ist, der vielleicht interessant ist, ist, dass wir internationale Kontakte pflegen, dass es möglich ist und unterstützt wird, für ein Semester ins Ausland zu gehen, an eine andere Hochschule, oder dass es unterstützt wird, das Praktikumssemester oder die Abschlussarbeit im Ausland zu schreiben. Und das, denke ich, ist ein zusätzliches Zuckerl, das wir bieten, dass es seit diesem Wintersemester möglich ist, sogar einen internationalen Doppelabschluss zu erwerben, nämlich
einen Abschluss in Lebensmitteltechnologie in Zusammenarbeit mit einer Universität in Indonesien. Können Sie das kurz erklären? Was müssen die Studierenden machen, die sich dafür entscheiden? Die Studierenden müssen 2 Semester in Indonesien studieren und dort einfach bestimmte Module, bestimmte Lehrveranstaltungen erbringen. Umgekehrt steht natürlich auch den indonesischen Studierenden die Möglichkeit offen, dasselbe bei uns zu machen. Genau. Ja, liebe Frau Winkler, ich hoffe und glaube, wir haben kurz und knackig den Studiengang vorgestellt. Ich hoffe, wir haben möglichst vielen Hörerinnen und Hörern auch Lust gemacht darauf, sich vielleicht weiter zu informieren oder noch lieber natürlich das Studium bei uns aufzunehmen. Wer jetzt noch mehr Informationen möchte, findet natürlich alles auch nochmal kompakt auf der Internetseite unter www.hs-alpsig.de/leh. Da gibt es dann auch nochmal Beratungsmöglichkeiten, Kontaktpersonen, Entscheidungshilfen, auch ein Video und so weiter und so weiter. Ja, bleibt mir eigentlich nur noch, mich herzlich bei Ihnen zu bedanken und Tschüss zu sagen. Frau Corinth, vielen Dank an Sie und Tschüss an alle. Das war Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt-Sigmaringen.